ist 5 Uhr, ich bin aufgewacht, gleich muss ich Jasen aufwecken. Ich habe jetzt Brot gemacht, fertig gemacht, gleich müssen wir das Auto einpacken. Ja, und um 7 Uhr treffen wir uns und ich hoffe, es lohnt sich, so früh aufgestanden zu haben. Mal schauen, ich nehme euch einfach mit. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu langweilig für euch. Ja, heute werden wir zum Flohmarkt gehen und dort einige Schrottsachen von mir aus verkaufen. Hallo! Guten Morgen! Wie versprochen, werde ich heute meinen Tag vloggen. Ja, warum guckt ihr? Okay. Wir werden in einem Flohmarkt einen Stand aufstellen. Noch haben wir nichts gemacht. Ich zeige euch mal die Sachen. Und meine Freundin hat genauso viel noch. Aber wir haben noch nicht angefangen aufzubauen. Ich hoffe, dass sich das lohnt. Preislich. Weil ich habe das vor 7 Jahren erst gemacht und ich weiß gar nicht, ob sich das immer noch lohnt. Und damals war ich in Köln und das ist hier nicht in Köln, das ist ein Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob die Kaufkraft so gut ist. Aber das hoffen wir mal. Naja, ich zeig euch später meinen Stand, wenn es fertig ist. Chasing every starlit dream, falling in the ocean of your arms. There is nothing we can't be, even though the freedom of this love. Can we crash in the wake of... Zwischenfazit. Ich meine Zwischenfazit. Mir ist extrem kalt. Also, ich kann euch sagen, ich fühle meine Hände, meine Nase und meine Füße nicht mehr. Und unser Stand ist noch ganz voll. Soll ich euch mal das? So. Worauf nicht? Ich bin in den Lasten wieder, ja. Hier seht ihr die alten Kopftücher, die damals in waren. Alles Kopftücher, 1 Euro. Woo. Taschen. Ich weiß nicht, wann die in waren. Ich glaube 1930er. Moment. Bücher. Eine Puppe. Monopoly. Wir haben schon verkauft, obwohl wir so früh schon haben. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Schuhe. Und das sind die Schuhe. Dadamt. Frühstück ist fertig. So, Frage! Wie viel Uhr haben wir? Bitte. Ja. Spätfrühstück. Sie mit Lede Koyama Moria? Also das ist kein typisches Blogger-Youtuber-Stand. Es ist nur Schrott. Ihr könnt hier nichts sozusagen Schönes finden. Ich hoffe, das hört gerade keiner. Mal was kauft ihr gerade. Naja, also nichts, was ich nutzen würde. Deswegen kauft alles für 1, 2 Euro. Ich gebe euch Bescheid, wie viel ich am Ende verdient habe. Ob sich das gelohnt oder nicht gelohnt hat. This is what breathless feels like. We'll be right back.
haben so viel verkauft. Wie viel haben wir verkauft? Wir haben 1741 Stückchen Klamotten verkauft und unser Hügel. Aber es ist echt richtig Bedeckettle, ne? Es, wir haben immer noch so viel einfach, was wir verkaufen können. Das bedeutet Money, Money, Money. Gut. Sonne geldik. Nach dem sehr kalten Tag sind wir zu dem Ende gekommen. Unsere Nasenkanten sind total erfroren. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich extrem viel verkauft habe. Ich rede zwar türkisch, aber mal alles, was ich erzählt habe, stimmt nicht überein. Und jetzt hat sie Hiermit möchte ich mein Video beenden. Es war extrem ein extrem kleines Video. Ich habe euch auf Instagram gefragt und ihr wollt es sehen. Ich hoffe irgendwie, dass das Video euch doch gefallen hat. Ich kann euch nur als Tipp und Rat geben, es hat sich gelohnt und ich könnte nur sagen, wenn ihr auch zu Hause Sachen habt, von denen ihr so oder so keinen Nutzen habt, zum Beispiel, ich habe alles aus dem Keller geholt und ich wollte keins wirklich selber noch anziehen oder allgemein etwas anderes machen damit. Deswegen hat sich das bei mir gelohnt, weil es war sozusagen schon alles für den Müll bestimmt. Also habe ich aus Müll Geld gemacht. Deswegen hat sich das sehr gelohnt gehabt. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere solche Mini-Vlogs sehen wollt, lasst mich das wissen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!